Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Shoki Banuki Nightshift. Weiter geht's nach dem Intro. Heute bei Shoki Banuki Nightshift der Till, der Pujan und ich. Der Christian. Und ich habe heute mitgekriegt. Ich hätte gemacht. Ja. Mach nochmal. Nee. Ja? Und jetzt? Wow. Ja. Geil. Wir sind auch gerade beim ganz anderen Thema als Soundeffekte, aber ich frage euch jetzt, was ist eine stehende Latte? Ein Pfosten. Nein. Mittelalter. Tierreich? Das tierreiche Mittelalter. Nein. Also Tieralter. Nein? Nein. Mittelreich. Genau, Mittelreich. Mittelerde. Wer hat eine stehende Latte? Genau, was ist eine stehende Latte? Eine Latte, die in den Boden gerammt wird. Wieso? Damit sie steht. Na, aber nee. Nee? Nee. Teil vom Kreuz bei der Kreuzigung. Kreuzigung oder Freispruch? Jeder nur ein Kreuz. Jeder nur ein Kreuz. Nein, nein, hat nichts mit Kreuzigung zu tun. Hat das was mit... Ach, du meintest die stehende Latte und die Querlatte. Richtig. Ja. Hat das ist ja eigentlich, was Jesus auf Holländisch heißt? Jupp an de Latte. Aber das kann man später sprechen. Okay, weiter. Ja? Jupp ist aber die Kurzform von Josef, das weißt du schon, ne? Nicht in meinem Witz. Ah, okay. Okay, stehende Latte. Stehende Latte. Sind wir grob bei Zäunen? Nein. Also, wenn hier das... die richtige Antwort ist, ja, dann sind Zäune da drüben ungefähr. Okay, also das ganz sind aber gerade mal dann, 2 Meter. Ja. Das geht ja. Gut, es geht. Ja. Dann vielleicht ein Stückchen weiter nachher. Sind wir grob bei Schweinkram? Nein. Hat überhaupt nichts mit Schweinkram zu tun. Hat das was mit Gestellen zu tun? Im weiteren Sinne ja. Ich gebe euch das Stichwort Fliegerei. Wir sind in der Fliegerei. Ist es eine Flugfigur? Nein. Die stehende Latte? Nein. Wenn er... beim Hochfliegen Fliegen das Fenster rausmacht und ihn raushängen lässt? So, flapp, 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 flapp. Und wenn es eben nicht so flappt... Wir hatten vorhin schon... Das ist schon die stehende Latte. Das ist die flappende Lappe. Also ihr müsst mal den Umgangsschreibbegriff Latte für Erektion müsst ihr mal vergessen. Gut. Ah, dann... wie ist es hier? Sag du es doch. Ja. In einem Café? Ja? Wir sind in der Fliegerei, du bist im Café. Ja. Ich bin super auf den Boden gespannt, den du jetzt... Ich auch. Ja. Okay, nein, stehen Sie. Airport? Ja. Sind wir schon ein bisschen dichter wieder. Airport-Café oder was? Genau. Ja. So. Und... Cappuccino. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Nein, es geht darum... Der steht da, weil er nicht abgeholt wird. Das Flugzeug sollte sich eigentlich verspäten. Und... die Passagiere sagen, ja, geil, dann haben wir noch Zeit für eine Latte. Ja. So, bestellen die sich und dann schwupps ist der Flieger doch start. Alle rein und dann steht da. Stehende Latte. Das gibt es aber nur bei Latte Macchiato. Ja. Es gibt Cappuccino? Nee. Gibt's nicht. Nee. Stehendes Brötchen, stehende Cola? Nee. Nee. Nur die stehende Es hat Latte. Schon mit dem Flugzeug zu tun. Okay. Um genau zu sein. Hat das was mit Flugzeugträgern zu tun? Nein. Ist das Also dieser Steuerknüppel im Flugzeug, war der vielleicht früher einfach nur so eine Latte, die nach oben ging? Es ging darum, wie es früher etwas war an dem Flugzeug, ja. Aber es hat nichts mit dem Steuerknüppel zu tun. War das etwas am Flugzeug oder war das für den Piloten am Flugzeug? Am Flugzeug. Flugzeug. Ach, da waren doch immer so Schnüre gespannt, um die Tragflächen zu stützen bzw. zu halten. Mhm. Und da war doch oben dann quasi diese Latte. Ist es diese? Nein. Ah. Mhm. Aber eine halbe Stunde. Ganz nach dem Motto, was hat 2 Daumen geschnitten? Scheißdreck. Ja, so, genau. Ich erzähl's euch. Ja. Früher waren so, die Proben. Wir sind noch kurz davor. Wir sind noch kurz davor. Ja? Früher gab es keine Düsenflugzeuge, sondern nur Propellerflugzeuge. Mhm. So. Und damit man den Propeller im richtigen Winkel hat, bevor man ihn runterdreht zum Anwerfen. Zum Anwerfen, Dankeschön, schwieriges Wort. Mhm. Gab es eine Latte, die man daneben gestellt hat, um zu sehen, okay, da muss der Propellerflügel hin. Dass ich in der richtigen Position bin. Um den Propeller runterzuschmeißen, um den Motor anzuwerfen. Nein. Das war aber fester Bestandteil des Flugzeugs. Es war fester Bestandteil und es hat auch mit dem Propeller zu tun. Und
Ja. Die stehende Latte war ein fixes Ding, weil wenn der Propeller sich dreht, siehst du das vielleicht gar nicht, dass er in Bewegung ist. Und mit der stehenden Latte hast du einen Fixierpunkt. Und mit dem Fixierpunkt konntest du sehen, passiert da was. Also nicht. Kurz vorm Klo wieder, also nee. Wieder in die Hose geschissen. Genau, ja. Die stehende Latte nannte man früher, da die Propeller aus Holz waren, aus Holzlatten, nannte man einen sogenannten, wenn ein Flugzeugpropeller ausgefallen ist. Dann hat man gefunkt, Achtung, Achtung, ich habe eine stehende Latte. Und zurückkam, Achtung, Achtung, warte, bis du zu Hause bist. Warte, bis du zu Hause bist, du Schwein. Tolle Frage, nächste. Tolle Frage, nächste Frage. Wollen wir noch eine machen? Ja. Wollen wir noch eine? Komm, wir machen noch eine. Da ist die Antwort so lang. Ich muss euch jetzt erstmal die Frage vorlesen und das muss ich die Antwort auch noch kennen. Ne? Also, warum blieben die ersten vollautomatischen Waschmaschinen absolute Ladenhüter? Warum sind die nicht losgeworden? Vollautomatische Waschmaschinen, keiner wollte es haben. Weil das eine neue Technologie war und die Leute sind damit nicht klargekommen. Die Leute hatten noch keinen Strom. Stimmt das? Ich bin noch am Lesen. Könnt ihr mal bitte gerade was sagen? Erzähl mal weiter mit dem Strom. Ja, also, sie hatten noch keinen Strom und die Waschmaschine sollte mit Strom funktionieren, aber Strom war gerade aus und... Nee, das ist es nicht. Nein. Ich glaube, es liegt daran, weil die aufgrund eines einer Waschmaschine, die vollautomatisch ist, du eben keinen manuellen Eingriff mehr hast. Das heißt, du kannst auch nicht zu jedem Zeitpunkt die Tür aufmachen oder die Waschlade, die Trommel im Zugang haben, wenn du es möchtest. Und deshalb hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass die Tür klemmt oder kaputt ist und deshalb ist das Zeug scheiße. Funktioniert nicht richtig. Es geht in die richtige Richtung, Puja. Es geht in die richtige Richtung. Von wegen neue Funktion aufgrund der Automatik, mit der die Leute aber nicht klargekommen sind. Es fehlte was ganz Entscheidendes, was den Leuten Vertrauen in dieses Gerät gebracht hat. Ah, okay. Sie hatten... Oh. Okay, gleich dürft ihr mich feiern. Ja. Haben wir irgendwie was mit... Das mache ich dir. Damals bei den ersten Waschmaschinen war das Fenster nicht aus Glas. Man hat also nicht gesehen, ob sich da was tut oder nicht. Und die Leute haben das nicht mitgekriegt. Und deshalb haben sie ständig immer wieder aufmachen wollen, um reinzuschauen. Passiert da was? Dreht sich da was? Aber leck mich doch am Arsch, wenn er schon so guckt. Nee, es ist richtig. Echt? Es ist richtig. Hey! Bei den ersten Modellen kamen 1899, kamen die in den Handel und verkauften sich nicht, weil der Durchbruch wurde erst mit der Konstruktionsveränderung, sprich Einbau eines Bullauges. Ja? Weil die damaligen Hausfrauen waren der Meinung, ich sehe nicht, wie es schäumt, deswegen kann das nicht funktionieren. Also hat die Firma, der Hersteller, ein Bullauge im Mund, es schäumt und Wasser und läuft hin und her. Und dann sagt die Hausfrau, ja, jetzt glaube ich, jetzt wird es sauber. Richtig an der Pujan. Cool. Mann. Also ihr seht, der Pujan, wenn er sich ganz, ganz, ganz fürchterlich anstrengt, kommt ein bisschen was rum, tut das nie wieder. Und bevor ich jetzt dem Pujan erkläre, dass ich das nicht möchte, blenden wir lieber aus und sagen, Cheerio Miss Sophie, wie Sascha sagt. Tschüss, Gute! Wer auch unser Studio Bangkok nutzen möchte und mit professionellem Equipment und geschulten Mitarbeitern seine Sendungen, Schulungen oder sonstigen Videos aufzeichnen möchte, der sollte sich an die eingeblendete Adresse wenden. Wenn ihr unseren Kanal abonniert, würden wir uns freuen. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr benachrichtigt werdet und keine Folge mehr verpasst.